Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Auspack-Sendung. Ich wollte eigentlich das heutige Ding, das wir auspacken, das ist so geil, gemeinsam mit dem Yoshi hier hinten auspacken, aber der ist leider eine schlechte Hilfe, weil er aus Plüsch ist. Deshalb habe ich mir den Alex Amon ins Studio geholt. Der ist auch ganz knuffig und auch ziemlich fit mit seinen Händen. Alex, was packen wir heute aus? Es gibt im Moment ja nur ein Thema, das ist die Wii U. Ja. Und die packen wir heute aus. Es ist die 32 GB Version. Premium-Pack Version. Wir haben ja schon festgestellt, ich glaube, ihr habt das auch in den News gehabt, dass irgendwie die kleine Version ja dann noch kleiner ist, wenn man sie aufdreht, weil 8 GB ist 3 GB. Das ist die 32 GB. Ja, da fehlt ja nicht ganz so viel. Genau. Premium Pack, auch schön zu sehen, mit Nintendo Land. Das ist drinnen. Das ist drinnen, damit man gleich loslegen kann. Und kostet ich sagen, wie viel im Handel? 3,49. Eine Lawine, würde ich sagen. Nein, 3,49 ein gerechter Preis für eine neue Konsole. Ja. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Nintendo Land, das Spiel zum Start. Du hast es ja gespielt. Ja, ist schon super. Kann man zu 5 spielen, kann auch zu 6 spielen, wenn man ein bisschen kreativ ist. Macht wirklich viel Fun. Man kann ja jetzt auch in der aktuellen Konsole schon die Reviews lesen zu Mario U und auch zu Nintendo Land. Und auf unserer Konsole-Seite, die Special-Seite zur Wii U, nämlich wiiu.konsole.at, haben wir auch die Reviews zum Spielen. Genau. Free, gratis, die anderen Sprachen kenne ich nicht. Das gibt es immer bei diesen Spielen, aber das hilft aber den Österreichern leider ein bisschen wenig. Für Deutschland geht es, das ist der Nintendo Club. Genau, Nintendo Club in Deutschland top, in Österreich leider flop. Das ist eigentlich nur Kabel. Nein, aber super, das ist ein HDMI-Kabel. Ein HDMI-Kabel an alle PlayStation 3-Käufer. Ihr könnt euch noch zusätzlich eine Wii U kaufen, dann habt ihr nämlich auch ein HDMI-Kabel. Ja. Da sind noch diese Stützen. Ich hole den Ständer raus. Das ist der Ständer, mit dem man das Gamepad unter den Fernseher stellen kann. Zum Videochatten und so weiter und so fort. Was hast du da? Das ist für den Controller. Das ist der Ladeständer. Zwei Ständer für ein Teil. Sehr spannend. Genau. Die Sensorbar, auch ganz wichtig. Ja, ist im Basic Pack nicht dabei, nur im Premium Pack. Genau. Und die Akkus brauchen wir jetzt nicht zeigen. Ja, wir wollen das Ding sehen. Wir wollen das Ding sehen. Wir wollen die Konsole sehen. Ja, die Konsole. Wir halten ja meistens nur den Controller in die Luft. Da kannst du mal die Konsole auspacken. Ja. Ich würde sagen, ein selten hässliches Teil. Nein, schon dass wir ein großes, fettes Laufwerk. Ja. Also die Designer von Konsolen sind ja sowieso, glaube ich, die untalentiertesten. Ich glaube, Nintendo hat beschlossen, nachdem der GameCube so gerückt wurde von seinem Design, wir machen nichts Schönes mehr, wir machen nur noch praktisch. Ja. Und das ist auch praktisch. Du kannst es hinlegen, du kannst es hinstellen. Du kannst es nicht so hinstellen, weil unten ist es abgerundet. Ja, aber mit dieser... Es müsste theoretisch noch irgendwann einen Ständer geben. Nein, ja, das habe ich doch dahergelegt. Nee, das ist ja nicht der Ständer. Nein, die sind das, glaube ich. Ah, hier gibt es einen Ständer. Hier beim Kabel ist noch beigepackt zwei so Dingelchens. Warte mal rausholen. Ja. Dann können wir den Ständer hinmachen. Also die armen Leute, die sich die Basic-Version kaufen, die müssen leider die Konsole immer hinlegen. Fühlt sich ein bisschen an wie Metall. Die etwas reicheren und gehobenen können das Ding aufstellen. Ja, sie ist super. Sie hat einen HDMI-Anschluss hinten, zwei USB-Anschlüsse, einen Video-Out-Anschluss, dann hat sie einen AC-Adapter-Anschluss und Sensor-Bar-Anschluss. Und vorne ist ein kleines Kästchen, da gibt es auch USB-Anschlüsse und SD-Kartenanschluss. Geile cool. Sache. Jetzt kannst du sie herstellen. Ja, jetzt kann ich sie. Ahahaha. Steckt das da so rein? Ah, ich bin technisch total die Dinge haben auch hier eine aufgeraute Fläche, also es rutscht nicht, sondern es ist wunderbar. Ah, geh rein! Da ist noch Plastik. Ja, das ist sehr wurscht. Das ist das erste Mal, stellen wir sie so. Genau. Gut. Sieht aus wie eine externe Festplatte. Ja. Hier ist der Controller. Den haben wir jetzt mittlerweile auch schon mehrmals gezeigt. Im Heft, im Online, überall. Gut, wir haben hier die Knöpfe. B, A, X, Y ist klar. Die zwei Sticks sind auch klar. Fühlen sich gut an. Der Kollege spielt gerade Zombie U. Wird dann erklären, ob es auch im Spiel gut funktioniert. Ist eine Joy, dieser Stick. Ja. Start Select, auch klar. TV ist, glaube ich, auch klar. Da kannst du eine Fernbedienung draus machen. Genau. Power-Knopf, Home-Button kennen Nintendo-Leute auch schon. Der Kopfhöreranschluss ist gewandert. Der ist jetzt oben. Ein bisschen komisch, schätze ich mal, weil das hängt ja dann vermutlich übers Bild. Genau, du musst den halt wahrscheinlich dann unten so rum. Unten rum. Also lange Kopfhörer. Kopfhörer ist ja keiner dabei. Das heißt, man muss sich halt einen eigenen besorgen. Muss man einen langen haben. Genau. Kamera, die einzige. Es hat nicht zwei Kameras, es hat nur eine Kamera. Oben ist Infrarot. Genau, Infrarot. AC-Adapter ist auch klar. Volume. Und den Stick, glaube ich, euch vorher schon gezeigt, oder? Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Perfekt.
Ich würde sagen, wir haben alles ausgepackt. Jetzt spielen wir dann und melden uns irgendwann wieder, in Kürze vermutlich, wie uns das Ganze gefallen hat. Haben wir schon gesagt, was das ist? Ja, das ist der Ständer, den du benutzen kannst, wenn du nicht Strom benutzt. Ah. Alles wunderbar. Perfekt. Alles schön. In diesem Sinn würde ich sagen, schaut sich die Bilder noch an. Es war schön, das auszupacken. Alex war auch mal da. Den hole ich nie wieder rein. Dann hat es seine Sache so gut gemacht, würde ich sagen. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.